Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WWE 2K19. So, wir machen hier mal weiter mit meinem Spieler. Also es ist eine neue Aufnahme-Session. Das wollen wir nicht. Meine ich hier. Kapitel 5. Ein glorreiches Debüt bei SmackDown Live. Ja, ich bin ja US-Champion geworden. Wenn wir da auch nicht hin, Statistiken, wir meine Karriere. Machen wir mal weiter mit. Und wollen wir doch mal gucken, was da jetzt so passiert. Lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Lädt, muss ich immer so lange warten. Baron Corbin, Daniel Bryan zum Ring. Wir haben ja mit Datan gesprochen, deswegen sprechen wir erstmal mit. Ah, sprechen wir mit Baron Corbin. Der will mich ja fertig machen. Genau so war das ja. Es ist schon ganz spannend, dass mein Finisher The End of Days heißt. Wenn ich nämlich die Chance bekomme, dir einen US-Title abzunehmen, verlierst du ihn am Ende des Tages. Wow. Was für ein Spruch. Das wäre ja ein episches Versagen meinerseits, oder nicht? Als würde jemand seinen Money in the Bank-Koffer einlösen und den Titel nicht holen. Keine Angst, ich mache nicht den Corbin. Der war fies. Nebenmatch. Aha, okay. Dann machen wir erstmal mit Danny rein. Du hast wirklich einen heißen Start hier bei SmackDown hingelegt und gleich einmal den US-Title gegen Bobby Roode gewonnen. Gibt es irgendjemanden, gegen den du deine Championship als erstes verteidigen willst? Boah, ein paar. Ja, hast du gerade gesagt. Ach ja? Irgendjemand, ich nehme es mit jedem Herausforderer auf. Oh mein Gott, das wird das ich bereue. Well, that makes my job. Okay, das macht meinen Job leichter. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir mal das Nebenmatch. Du spuckst echt große Töne für jemanden, der gerade mal zwei Matches gewonnen hat. Okay, da fehlt jetzt irgendwie die Tonaufsage von ihm. Naja. Das sind zwei Matches mehr, als du in letzter Zeit für dich entscheiden konntest. Dem gib ich mal in die Fresse. Ich glaube, du brauchst mal eine Lektion in Sachen Respekt. Ach ja? Wer gibt mir die denn? Achso, das sind die Antworten. Oh ja, wer gibt mir die denn? Oder? Ich schaue mir das mal an, aber im Moment muss ich erstmal raus in den Ring und eine große Ankündigung zu meinem US-Teil machen. Ich glaube, es dürfte dich interessieren, was ich zu sagen habe. Ich nehme das. Ich habe ihn vorgelesen. Ich kann es kaum erwarten. Ja, dann gehen wir doch mal zum Ring, ne? Machen wir hier gleich mal wieder Nägel mit Köpfen. Für Bass war es schon immer ein Lebensraum, es in die WWE zu schaffen. Er hätte nie gedacht, dass es so passieren würde, aber er wird das Beste aus der Gelegenheit machen. Denk daran, an einem Hub mit allen zu sprechen. Manche WWE sind das. Das stand neben manche WWE sind das lösen neben Matches aus. United States Champion zu sein, das ist schon etwas Besonderes. Klar, es gibt eine lange Liste von Legenden, die diesen Titel innehaben. Und das ist toll, aber der Titel ist auch deswegen so besonders, weil er auf besondere Weise verteidigt wird. Die Tradition hat mit John Cena begonnen und ich habe entschieden, sie fortzuführen. Ich lasse diesen Titel nicht im Regal verstauben. Nein, ich verteidige ihn bei jeder Gelegenheit. Deswegen rufe ich die Open Challenge, um den US-Titel wieder ins Leben. Wer sich mit mir messen will, darf es sofort sagen. Kann ich jetzt mal wieder vorlesen. Oder nicht so schnell. Who's going to be the first superstar to answer Buzz's US Title Open Challenge? Und wer wird der erste Superstar sein, der auf Buzz offene Herausforderungen um den US Title annimmt? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ah. Baron Corbin has been itching for a shot of the new guy and now
Ja, das könnte eine sehr kurze US-Title-Regentschaft für Buzz werden. Könnte aber auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass es aber auch ein Match, was ich verlieren soll. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde Baron Corbin als Wrestler eigentlich total geil. Also ich finde den echt gut. Nur leider wird der in der WWE ja auch so völlig... Ja, die gefällt seine momentane Rolle halt irgendwie nicht. Ja, dann wollen wir ja mal... kämpfen. Ich hab das Gefühl, das wird Ace Price Buzz initiated the US Title Open Challenge so early in his WWE tenure. I'm not surprised, Michael. From what we've seen so far, this guy is not afraid of challenging himself. Yeah, I'm not surprised either, because he has a track record of reckless behavior. If you ask me, he's just setting himself up for failure. Hooked him up. Sickening thud as his body is driven to the mat. Immer schön auf den Kopf. Schön Reversal. Oh. Ah, komm, einer reicht nicht. Immer leider noch einen zweiten hinterher. Ah. Das war die falsche Richtung. Ich wollte doch einen anderen Move machen, Mensch. Ja, so geht's auch. Now that got those shoulders on the mat. That was nowhere near a three count. That's not man, I don't know who to root for. Oh my DDT! Spike them. Und Slingshot, herrlich. Way to have to land on the canvas. Oh my God, he may have discovered his favorite move. Das ist immer schrecklich, wenn man immer nur einmal die Woche spielt, ne? Dann vergisst man irgendwie, in welche Richtung man welchen Move hat. Und schön zum Moonsault. He's in trouble here. Don't you dare get up, man. On his head took the brunt of that one. What does Buzz have in store? We're about to find out. He's gonna do it. He hits it. Buzz brings everyone to their feet. And the odds just swung in Buzz's favor. Oh, man. Baron Corbin is in trouble now. Uh-oh. Look at this. He's going. Das war nochmal ein zweiter Zittenschaden. Ah, genau. Im Lauf, den. Went back to an old friend with that one. Gosh, the same move over and over. This is relentless. Better stay right where he is. Takes him down in a major way, too.
Baron Corbin is not looking so good here. This could be the end of him at any moment right now. DDT! Spiked him. Wo war denn noch mein Finisher? Scoop Slam. Hatte ich denn den anderen Finisher nicht? Achso, der war's. Da war der. Bei dem finde ich auch ganz geil. Oh, schön in die Fresse. Steh auf. Yeah, if he hits this, he hits it. Buzz brings everyone to their feet. This might be the end of Corbin. Oh, schön pumpern das Stimme verlaufen. Trying to turn this thing around. Das wirft er doch direkt weg, mein Finisher. Ist der denn eigentlich bescheuert? Geht dafür, kann ich nicht reversen. My lord, a clubbing blow. Not looking good for the champ here. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. I can tell you with all certainty that he did not anticipate his opponent mounting any sort of comeback here. And it looks like he was wrong. Very wrong. Boom! Backdrop suplex! What a high angle right across the shoulders. Look at this. Up and over with a suplex. He took an incredible pounding there. Absolutely has to get back in the ring. There's no way around it. He's looking shaky. This could be the end. And once again, we see a return to the specific maneuver. Hey, whatever works. Wo will mir nicht gewinnen? Vor allem muss ich ja durch Pinfall oder Submission gewinnen. Also. And just like that, this move is leading the charge. Ah. He's got him in a tough spot. One. Buzz with the easy kick out. Clearly not enough damage done. Soweit kommt auch noch hier. Look out, Baron Corbin is measured. Oh, I think this man means business. Baron Corbin with authority. Uh-oh. Counter here. Oh, Buzz just barely got out of the way. Big slam. He's not going to like this. Gut, jetzt kann ich meinen Finisher nicht normal machen, aber da folge ich direkt zwei Finisher. He's not going to go. Oh, das gibt es nicht, ey. Wicked clothesline. You have to wonder, coming off the grueling match at Backlash, if Buzz will have the stamina to finish off Corbin. Well, that's what I meant by setting clearly on a mission here. Baron Corbin with authority. Baron Corbin is giving the crowd a show, but he needs to make sure he understands what really matters. He's playing with him now. He's done. Oh, no, my reversal. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Hooked him up. Now that's how you slam an opponent down with authority. What is Buzz? He hits it. Buzz brings everyone.
everyone to their feet. Jetzt aber mal. Der dritte Versuch. What does Buzz have in store? We're going to find out. He's going to do it. Takes him down with a power slam. Wow, I'm just as surprised as you guys are. That should do it, Cole. There's no coming back from a slam of that magnitude. Das wieder nicht. Das ist, ich brauche einen anderen zweiten Finisher. Scoop Slam. The champ to the top turnbuckle. So geht das. Ja, okay. What does Buzz have in store? He hits it. Buzz brings everyone to their feet. The champ needs ich brauche Platz für einen anderen zweiten Finisher. Champion into the cover. What a title defense. Hatte, würde ich sagen, habe ich gewonnen. These guys gave everyone their money's worth. Here's another look. That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Hat mich aber auch gekannt, der Typ. That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Aber ich ihn auch. Was hat er geschafft? Er hat seine Rüstteile bei der offenen Herausforderung verteidigt. Aber die Risse in seiner Rüstung zeigen sich bereits. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie komplett zerbricht. Zerbricht Rüstung einfach? Es ist eine Metapher, Brian. Denken. Und manche Sachen stehen da halt so kurz, dass man sie selber nicht mehr für sich durchlesen kann. Ja, weiter geht's aber dann in der nächsten Folge. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Immer artig bleiben. Ciao.